Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Gaming Boost Test. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ja, der Fesky-Test ist durch. Wir haben 8 Sorten getestet und es ist Zeit für etwas Neues. Und wie ihr es im Hintergrund schon seht, testen wir heute Mojo Kai, den Gaming Boost im Anime-Style. Ich habe 4 Sorten, es gibt leider, glaube ich, nur 4 Sorten von denen. Und wir fangen an mit Dragon Flavor. Voodoo Green haben wir. Wir haben Mojo Latte. Und wir haben Space Berries als Energy Drink. Und einen von den 4 werden wir jetzt testen. Ich würde sagen, wir fangen mit Dragon Flavor an. Der sieht, ja, ist in Ordnung. Oder mit Space Berries. Das wäre so Dragon Flavor, Space Berries. Nee, wir machen heute als erstes die Space Berries. Da gefällt mir die Packung am besten. Feels Good Vibes. Taste is Space Berries. Der ist der Drink, den wir heute zusammen testen werden. Ich habe meinen Becher hier. Mal gucken, was hier drauf steht. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin, Zink, Aminosäuren und Koffein mit Zucker und Süßungsmittel. Die Geschmacksrichtung steht leider nicht da, aber Space Berries sieht so aus, als ob das was, vielleicht Heidelbeer oder irgend sowas in der Richtung ist. Wir gucken einfach mal, ne? Ich lasse mich überraschen, ich kenne die Drinks überhaupt nicht. Ich habe die entdeckt und habe gedacht, naja, wir können ja mal probieren. Tja, vom Geruch her, kann ich das nicht wirklich identifizieren. Also das Pulver sieht weißlich aus mit blauen Glitzersteinchen. Und wir kippen das jetzt einfach mal zusammen und lassen uns überraschen. Oh, die Färbung sieht schön aus. Türkisblau. Irgendwas Blaues. Also von der Farbgebung her sieht es irgendwie giftig aus. Ihr seht das jetzt leider nicht. Schade, das blendet es aus. Ah, das ist so ein schöner blauer Drink. Schade, dass ihr den nicht seht. Ich müsste jetzt einfach mal schauen, dass ich vielleicht den Chroma Key ausblende. Dann kann ich euch den blauen Drink mal zeigen. Der sieht so aus hier. Und ich werde ihn jetzt einfach schütteln und den Chroma Key mache ich wieder rein, weil das sieht ja dann doch angenehmer aus, denke ich mal. So. Also wie gesagt, die Färbung ist richtig blau, er wird jetzt leider ausgeblendet. Hier, ich kann den hinhalten, wo ich will, weil der ins Grünliche geht. Deswegen blendet der Chroma Key die Farbe aus. Aber das sieht schon, also von der Farbe her sieht es richtig gut aus und ich habe gar nicht gerochen, war. Aber wir werden einfach mal schauen, was das für ein Test ist. Space Berries, also ich bin echt gespannt. Und Mojo Kai ist ja auch, wie gesagt, soll ein Gaming Booster im Anime-Style sein. Deswegen wahrscheinlich diese bunten Farben. Aber ich muss euch die Farbe nochmal zeigen. Ich muss den Chroma Key nochmal ausblenden. Und zeige euch die Farbe nochmal. Das ist so ein richtig schönes Blau. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie diese Sorte Gaming Boost schmeckt, wenn die anderen Farben auch so bunt sind. Also ich denke mal, einen roten, einen grünen und einen orangenen Drink werden wir noch haben. Und die Space Berries, die sind halt bläulich oder türkisfarben. Richtig starkes Türkis sind die. Und ja, wir probieren einfach und schauen. Also vom Geruch her kann ich das überhaupt nicht einschätzen, was das ist. Also ich würde sagen, vielleicht Blaubeere oder Heidelbeere, sowas in der Richtung. Ich sag einfach mal Prost. Also es ist auf jeden Fall eine Geschmacksrichtung, die nicht alltäglich ist.
aber das hat irgendwas. Der Trink schmeckt. Man kann das gar nicht einschätzen so richtig, was das für eine Geschmacksrichtung ist. Also er schmeckt definitiv und die Farbe sieht einfach geil aus. Also dieses türkisfarbene ist wirklich richtig lecker. Also den kann ich definitiv empfehlen. Diesen Mojokai Gaming Boost Space Berries. Schade, dass nicht draufsteht, was es für eine Geschmacksrichtung ist. Steht zwar da, was hier alles drin ist. Vielleicht finde ich dann auf der Seite des Herstellers irgendwo noch die Bezeichnung, was hier drin ist. Aber ich kann diesen Trink auf jeden Fall empfehlen. Es ist definitiv mal irgendwas anderes. Es schmeckt. Und die Farben sind geil. Wenn die anderen drei Farben genauso schick sind wie dieses Blaue, bin ich echt begeistert. Vom Geschmack her. Bombe. Hätte ich nicht gedacht. Also die Färbung sieht sehr giftig aus, aber es ist einfach, es ist lecker. Also ich würde in Richtung Heidelbeer, Blaubeere gehen, so vom Geschmack. Und ich habe den Klee schon wieder alle. Aber ich will euch jetzt nicht weiter damit belästigen, wie ich das Ding austrinke. Das war der Test von Mojokai, die erste. Wir haben noch drei andere Tests. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung vielleicht oder ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.